Samozřejmě jsem rád, že to dopadlo, že jsem se sem dostal, že se kluby mezi sebou dohodli a že budu moct tady nastupovat před plnýma tribunama a teďka v Plzni jsem měl skvělý fanoušky a věřím, že tady jsou taky superový, takže jsem za to rád, že to takhle je. Ja, freut sich, dass alles so geklappt hat. Freut sich auf diese Kulisse hier in diesem Stadion, auf volle Stadions und ja, ist einfach glücklich, dass hat nach Freiburg gewechselt und ja. Was ist der allererste Eindruck von den neuen Kollegen? Jaký je úplně první tvůj pocit se spoluhráčů? Tak všichni mi přišli přátelský, snažili se mi pomoci teďka na tréninku překládat nějaké věci, takže jenom pozitivní. Der erste Eindruck ist nur positiv, ale versuche ihm sofort helfen, auch bei Übersetzung, wenn etwas nicht verstehe und alle haben ihm freundlich gegrüßt. Was war ausschlaggebend zu sagen, ja, ich will beim SC Freiburg Fußball spielen? Co bylo jako pro tebe rozhodující, že jsi řekl, chci hrát za SC Freiburg? Tak samozřejmě to, že hraju Bundesligu, což je jedna z nejlepších soutěží na světě a tady těch zápasů bude, tady bude spoustu těžkých zápasů, který si myslím, že mi v kariéře můžou pomoct, takže to bylo asi jedno z rozhodujících. A für ihn war sehr wichtig, dass Bundesliga spielen kann, eine die beste Liga der Welt jetzt zurzeit und wird hier bestimmt anspruchsvolle und schwierige Spiele spielen und das kann ihm nur weiterhelfen in seiner Karriere. Jetzt spielen wir auch noch Euroleague, wir haben ja zwei ausgewiesene Experten tschechischen Fußball. Was sagt ihr über Slovan Liberec? Že teďka vylosovali Liberec nám do základní skupiny Evropské ligy, takže my jsme jakoby teď experti přes českou ligu, co říkáme na Liberec. Zuerst Vladimír und dann Pavel. Tak Liberec v poslední době předvádí superový fotbal, moderní fotbal, takže nebude to vůbec nic lehkého, ale věřím, že tady ten tým to zvládne. Ja, Liberec, er hat gesagt, Liberec spielt in letzter Zeit so moderne Fußball, die sind in richtig guter Verfassung, und aber trotzdem er glaubt, dass wir werden in diese Spiele erfolgreich spielen und ja, gute Ergebnisse treffen. Und was ich dazu sage, ganz ehrlich gesagt, ich habe Liberec 6 Jahre nicht gesehen, das heißt, ich bin jetzt 6 Jahre schon da, das heißt, ich habe in diesen letzten 6 Jahren kein einziges Spiel von Liberec gesehen, von daher ist für mich ein bisschen schwer sagen, in welcher Verfassung oder in welcher Form Liberec ist, aber ja, er ist jetzt, glaube ich, Expert Nummer 1. Wie sieht es mit deinem Deutsch aus, Wladimir? Že jsem měl to samý, že jsem měl na střední a že nějaký základy mám, ale že budu muset chodit někam se doučovat. Er hat deutsche Sprache auf Gymnasium gehabt. Das heißt, er hat schon Basis von deutscher Sprache, aber ihm ist auch klar, dass er muss hier mit wahrscheinlich mit Steffi, mit unserer Lehrerin einfach weitermachen, um besser zu sprechen. Dann machen wir das nächste Interview auf Deutsch. Danke und herzlich willkommen, Wladimir, und danke, Pavel.